Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ihr habt es vielleicht gemerkt, es war eine Zeit lang ein bisschen ruhig auf technophil und auch auf dem YouTube-Kanal dazu. Jetzt bin ich zurück, schön erholt und dank der freundlichen Nachbarin haben hier schon ein paar Pakete auf mich gewartet, wo wir jetzt ans Unboxing gehen können. Das Telefonbuch erspare ich euch. Das ist auch schon in eine Altpapiertonne gelandet. Ich weiß nicht, wer sowas heutzutage noch braucht. Jedenfalls Leute, die ein Smartphone haben, PCs, Tablets und so weiter. Ich mache sowas immer nur online. Wie geht's euch? Also jetzt noch die Buchstaben nach dem Alphabet durchsuchen und da irgendeinen Namen raussuchen, das ist doch wohl völlig outdated, oder? Ich kann es echt nicht verstehen, dass diese Menge Papier wieder irgendwie hier ungefragt vor meine Haustür geschmissen wird. Da fand ich die Lösung früher, dass man das ja selber abholen konnte, durfte, wenn man es denn wirklich haben will, deutlich sinnvoller und umweltschonender. Aber die Auflage war dadurch dann sehr wahrscheinlich ins Bodenlose gesagt. Keine Ahnung, egal, anderes Thema. Heute geht es wieder mal um Smartphones. Ich habe für euch hier das Huawei P8 oder Huawei, egal. Ich kriege immer wieder mal Notizen, ich würde das blöd aussprechen. Huawei selber ist da sehr entspannt. Die sagen, jeder soll es so aussprechen, wie es ihm passt. Es ist, man soll es ruhig deutsch aussprechen oder wie man es eben macht. Egal. Das ist das neue Topmodell der Chinesen. Das P8, der Zusatz, Namenszusatz Ascent ist ja entfallen und in der Tradition von vor allen Dingen von P6, P7 scheint das wieder ein sehr schickes Gerät zu sein, was viel Wert auf Design legt, schön flach gemacht ist und auch eine ziemlich ordentliche Ausstattung hat. Wir haben hier nämlich ein 5,2 Zoll Display mit sehr schmalen Rändern drum. Die Größe dürfte ungefähr den meisten 5 Zöllern so entsprechen. Mit Full-HD-Auflösung durch Gorilla Glass 3 geschützt. Eine Octa-Core-CPU drin aus dem eigenen Hause, also ein HiSilicon Kirin 930 ist das. Die Weiterentwicklung des Prozessors, den wir im P7 halt auch schon drin hatten, das war der 925, wenn ich mich recht erinnere. 3 GB RAM dazu, also richtig satt, da kann man richtig viele Apps so wahrscheinlich immer im RAM halten und das Umschalten dürfte extrem schnell gehen. 16 GB Flash-Speicher, erweiterbar per MicroSD bis 128 GB. Ein SIM-Kartenslot, ein Nano-SIM kommt da übrigens rein, LTE-fähig bis 150 Megabit pro Sekunde. Das werde ich jetzt leider nicht so richtig testen können, weil ich keine Nano-SIM habe, die LTE-fähig wäre. Sorry, ist halt doch eher ein Hobby hier und man hat nicht immer alles da parat zum Testen. Ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter über das Gerät fabuliere, machen wir uns mal ins Auspacken. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch vorab, Preis. Das ist ein ziemlich hochwertiges Gerät. Das kostet laut UVP 499 Euro, also so knapp 500 ist schon für technophil zumindest relativ viel Geld, liegt aber noch ein Stückchen unterhalb der aktuellen Topmodelle von Samsung, HTC und Apple sowieso. Ich bin mal gespannt, wie ich so in meinem Rahmen meines Unboxings und dann vor allen Dingen später im Testbericht dazu stehen werde, ob dieser Preis, inwiefern der gerechtfertigt ist. Wobei, man kriegt es zwischendurch schon mal für 430 Euro, habe ich es gestern noch bei Amazon gesehen, oder 460 Euro hat sich es mittlerweile schon mehr oder weniger eingependelt, der Preis. Trotzdem, das ist eine Menge Geld für ein Smartphone, finde ich. Schauen wir mal rein, inwiefern es das wert ist. P8 steht hier sehr schlicht und recht elegant auf der schwarzen Verpackung, die ansonsten wirklich sehr minimalistisch gehalten ist. Hier haben wir ein kleines Huawei-Logo. Die anderen Seiten sind größtenteils komplett schwarz, einfach nur auf der Unterseite haben wir dann so ein bisschen die üblichen E-Mail-Nummern. Die Farbe Champagner Gold habe ich hier, es gibt es auch in einem Dunkelgrau-Variante. Das war es dann auch schon. Keinerlei technische Daten hier. Wow, hat man das bei Huawei nicht mehr nötig, sowas auf der Verpackung aufzudrucken. Naja, ich denke mal, die wenigsten Leute erkundigen sich anhand der Verpackung, sondern sind vorher schon informiert und heutzutage bestellen dann doch sehr wahrscheinlich sehr viele auch sowieso im Internet. Dann ist die Verpackung wirklich mehr so eine Design-Sache und dann macht das durchaus Sinn. Ja, das hier ist jetzt auch durchaus schick designt. Das Handy liegt mal ausnahmsweise nicht flach in der Verpackung drin, sondern steht hier aufrecht und man kann das dann direkt so rausziehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es an meinem Testgerät liegt, dass zumindest vorne keine Schutzfolie in der Box drauf war. Hinten haben wir eine, die halt diese schicke Alu-Rückseite, ich ziehe es mal erst nur teilweise ab. Ach nee, was soll's, soll runter. Wir wollen das Gerät ja in aller Pracht hier sehen. Diese Alu-Rückseite vor Kratzern in der Verpackung schützt. Gehen wir mal vielleicht kurz den Rundgang. Die Vorderseite hier mit dem dominierenden Display. Die Ränder sind jetzt so super schmal gar nicht, hatte ich irgendwie von den Bildern her etwas flacher noch erwartet. Oben und unten ein weißer Rand, jetzt bei dem Modell hier, bei dem Anthrazit-Grauen dürfte das dementsprechend anders sein. Die Hörmuschel
Das dürften die Sensoren sein für Annäherung und Helligkeit. Die Frontkamera, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube 5 Megapixel soll die Auflösung. Die Hauptkamera jedenfalls 13 Megapixel und die hat auch ein paar sehr interessante Features zu bieten. Das werde ich mir im Test auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken. Dann haben wir rundherum das Gerät laufend sehr schick verarbeitet. Hier so eine Metallleiste, beziehungsweise das ist halt ein Metall-Unibody. Das hier geht hier nahtlos in den Rücken dann über. Nur oben und unten auf der Rückseite, beziehungsweise oben ist ein etwas größerer weißer Rand eingelassen. Unten haben wir hier einen dünnen Streifen. Da dürften verschiedene Antennen zum Beispiel dahinter sitzen. Dann haben wir hier, und das muss ich sagen, das sieht wirklich sehr, sehr edel und schick aus, den Einschaltknopf so eingelassen. Ich hoffe, man kann das jetzt auf dem Video schön erkennen. Das changiert ganz nett durch diesen Rundschliff hier. Fühlt sich auch sehr griffig an. Also dieser Schliff ist wirklich sehr deutlich zu spüren. Ein ganz starker Unterschied auch zu der Lautstärkewippe. Also wirklich schön ertastbar, diese Taste hier. Also da merkt ihr schon, ich bin da ganz begeistert, was so die Verarbeitung und die optische Qualität hier von dem Ding angeht. Ansonsten so das Übliche, hier nochmal eine glänzende Phase rundherum laufend, auch oben und unten, die nochmal so ein Highlight setzt. Das kennen wir zum Beispiel vom HTC One schon, das hatten die schon vor 2, 3 Jahren eingeführt. Wirkt aber immer noch sehr, sehr schick und edel. Auf der Oberseite, ich drehe es jetzt nochmal mit der Front zu uns hin, haben wir dann hier den 3,5 mm Klinkenanschluss, offensichtlich nochmal ein Mikrofon zur Geräuschunterdrückung, womöglich auch fürs Video aufnehmen. Die linke Seite ist komplett ohne Bedienelemente oder Anschlüsse, nur die zwei Unterbrechungen hier durch die Kunststoffeinsätze kann man hier sehen, die vermutlich auch mit der Empfangstechnik insgesamt zu tun haben. Gucken wir uns die Unterseite noch an. Das sieht schon auch wieder ein bisschen iPhone-esk aus, aber Samsung macht es mittlerweile auch. Alle orientieren sich dann doch noch relativ stark an Cupertino. Ich finde es ein bisschen schade, aber es macht natürlich sehr viel Sinn, hier die Lautsprecher nach unten hinzupacken, sodass auch wenn das Gerät flach auf dem Tisch aufliegt mit der Rückseite, die nicht abgedeckt werden. Das ist eigentlich die optimale Lösung, die Lautsprecher hier unten zu haben. Dass das Design jetzt mit den kleinen Schräubchen um den Micro-USB-Anschluss hier doch sehr stark an andere Geräte erinnert. Naja, eigentlich hat Huawei, das finde ich, nicht nötig. Die sind mittlerweile groß und erfahren genug und haben auch wirklich tolle Designs. Die sollten sich vielleicht eher noch darum bemühen, ein bisschen origineller zu wirken. Sonst kommt wieder dieses alte Image der Chinesen, dass sie nur kopieren können, doch wieder so ein bisschen zum Vorschein, beziehungsweise den Leuten, die diesem Stereotyp nachlaufen, haben dann wieder gute Argumente. Ja, hier oben haben wir dann die schon erwähnte 13-Megapixel-Hauptkamera und daneben einen Dual-LED-Blitz mit zwei und offensichtlich unterschiedlich eingefärbten LEDs. Das dürfte dann dabei helfen, das Blitzlicht auch farblich von der Wärme her ein bisschen dem Umgebungslicht anzupassen, sodass das nicht allzu krass wirkt sozusagen. Ja, das sieht doch schon mal sehr edel aus. Also schickes Gerät auf jeden Fall. Folgt ganz klar der Linie vom P6 und P7, wobei halt hier jetzt die Rückseite aus Metall ist und nicht mehr Glas. Ich persönlich begrüße das eigentlich, auch wenn Aluminium sicherlich nicht der kratzfesteste Werkstoff ist. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so in der Praxis bewährt. Ja, schauen wir mal rein, was wir sonst noch in der Kiste hier drin haben. Da kann man jetzt diesen Deckel hier abnehmen. Dann haben wir hier einen netten kleinen Setzbaukasten mit so einem, na, das sollte eigentlich wie ein Griff zum Rausheben sein, aber das funktioniert jetzt gerade nicht so richtig gut. Mal gucken, ob ich sie so rauskriege, die Sachen. Jo. Hier ist schon an der Beschriftung schön zu erkennen. Da haben wir offensichtlich Ladegerät, Kopfhörer und das entsprechende USB-Käbelchen. Na, wo ist die Öffnung? Hier haben wir die. Alles heieiei, nochmal sehr, sehr hübsch verpackt. Ein typisches Ladegerät. Da will ich doch mal direkt nachgucken, ob ich die Stromstärke hier erkennen kann. 1 Ampere, also nichts Besonderes. Der Akku, ich glaube 2680 mAh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, umfasst er. Kann also mit einer, sagen wir mal, normalen Geschwindigkeit geladen werden. Ist jetzt kein Turbo-Charging offensichtlich oder sowas vorgesehen. Dieses Werkzeug hier wird dazu dienen, die kleinen Schubladen für die SIM-Karte und/oder die Speicherkarte zu öffnen. Wie gesagt, einen SIM-Slot haben wir und einen Speicherkartenslot. Dann haben wir hier
ein Headset, das überraschend ähnlich den Apple EarPods aussieht. Auch da hat man sich dann ziemlich stark an das Design angelehnt. Und wenn ich das richtig erkenne, sind hier sogar Lautstärketasten. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob Huawei sein eigenes System jetzt einführt, um hier auch eine Lautstärkeregelung über das Headset hinzubekommen. Das fände ich ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ja bei Android immer noch sehr, sehr selten. Und dann ein relativ profanes Micro-USB-Kabel. Da braucht ja auch nichts wirklich ausgefallen zu sein. Jo, packen wir das noch kurz wieder zurück, bevor wir nachschauen, was wir ansonsten noch so hier in der Box haben. Hier, dieses Symbol erschließt sich mir nicht so direkt, das wir hier haben, aber ich vermute mal, es ist super leicht, dass hier irgendwie Papier drin gewesen wäre, wenn es denn der Tester, der das Gerät vielleicht schon vor mir gehabt hat, wieder reingetan hätte. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Inhaltsverzeichnis von einem Manual. Das war sehr wahrscheinlich die Anleitung, die scheint bei meinem Gerät hier zu fehlen. Wie gesagt, das sind Testgeräte, das ist sehr wahrscheinlich schon durch die Hände eines anderen Testers gegangen. Ist da vielleicht dann die Anleitung bei verloren gegangen. Bevor ich das Gerät jetzt versuche in Betrieb zu nehmen, legen wir erst noch eine SIM-Karte ein. Wie schon erwähnt, eine Nano-SIM-Karte gehört hier rein und eine MicroSD-Speicherkarte. Dazu benötigen wir halt dieses kleine Werkzeug, was wir eben auch schon gesehen hatten, mit dem man dann halt diese Schubladen hier öffnen kann und die Karten da entsprechend einlegen. Ne? So, also in das Loch reinpieksen, Schublade kommt raus. Das hier sieht nach der Speicherkarte aus. Also in den oberen Einschub kommt offensichtlich die Speicherkarte. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendeine 4 GB Karte, die rumfliegt bei mir. Von irgendeiner Kamera, glaube ich, war die reingestopft. Und da unten kommt dann offensichtlich die Nano-SIM-Karte rein. Etwas kleinerer Tray hier. Aber das klappt recht problemlos. Es ist deutlich einfacher als bei diesen Kombi-Slots, wie wir sie zum Beispiel bei Vico relativ häufig haben, wo es ein bisschen fummeliger ist, das einzulegen, weil halt zwei verschiedene Kartenformate reingelegt werden können. Ja, das war's dann schon. Dann schalten wir das Gerät mal ein und mal hoffen, dass der Akku genug geladen ist, um euch direkt ein bisschen was zeigen zu können. Da sehen wir schon den Willkommensbildschirm, das typische Huawei-Logo, powered by Android, wie üblich seit Android KitKat, unten eingeblendet. Hier sollte ja Android 5.0 Lollipop drauf sein. Das klang schon mal relativ gut, diese Anfangsmelodie. Und was mir auch bisher aufgefallen ist, dass die Schwarzwerte des Displays recht gut zu sein scheinen. Man hat hier einen kleinen schwarzen Rand um das Display rum. Und eben konnte man da keinen deutlichen Unterschied zu dem Rest sehen. Hier kann man es nochmal vielleicht ein bisschen erahnen. Ich halte es mal näher ran. Na, jetzt hat das Display schon dunkel geschaltet. Na super. Also hier zum Beispiel hier unten haben wir einen schwarzen Bildschirmhintergrund und am Rand noch so ein bisschen nicht beleuchtetes Display, beziehungsweise einfach nur das schwarze Displayglas. Da unter dem Notruf kann man das so ein bisschen erahnen. Hier an dem Hintergrundbild sieht man das. Das sieht nach einem sehr, sehr guten Schwarzwert aus. Lange Rede, kurzer Sinn. So, PIN-Nummer habe ich natürlich ohne euch eingegeben. Ihr mögt mir das verzeihen. Und interessanterweise hat er jetzt tatsächlich, nachdem ich die SIM-Karte freigeschaltet habe, was natürlich eine deutsche ist, noch bevor ich in ein Netz eingebucht sein kann, das dauert immer einen Moment, direkt Deutsch als Sprache vorgeschlagen. Eben stand da noch Englisch. Das wird also offensichtlich anhand der SIM-Karte erkannt. WLAN werde ich später einrichten, um einfach mal möglichst schnell hier die Einrichtung mit euch zusammen durchzumachen, dass man da einen Eindruck von bekommen kann. Da wird hier zum Beispiel jetzt eine Datenschutzrichtlinie, die Zustimmung abgefragt. Als nächstes sehen wir hier einen Wi-Fi Plus Service angeboten, der wohl anhand von Standortinformationen automatisch WLAN ein- und ausschalten soll. Ich lasse es mal zu. Das sind so mehrere Optionen, die man hier auch durchscrollen kann. Oben die Datenschutzrichtlinie. Sorry, weiter geht's. Per NFC übertragen, jetzt werden anscheinend so ein paar Hinweise hier gegeben, was man alles Tolles machen kann mit dem Handy. War das eben noch Geschäftsbedingungen, aber erstmal wird hier noch... Oh, ich habe den Eindruck, da werden mir schon Daten
jetzt runtergeladen. Das ist nicht so toll, weil bei meiner SIM-Karte, auf dieser SIM-Karte habe ich keine Flatrate. Ein Hinweis für Leute, die wie ich erstmal ohne WLAN das Gerät einrichten. Es macht eigentlich Sinn, am meisten Sinn, das WLAN als allererstes einzuschalten. Ich habe jetzt gerade so wahrscheinlich schon ein bisschen Geld verschwendet, denn das Gerät hat sich direkt ins Mobilfunknetz eingebunden und auch Daten übertragen. Wenn wir hier mal nachgucken, Datenverkehrsverwaltung, witziger Begriff, fast 450 Kilobyte wurden jetzt schon runtergeladen. Und ich hatte keine Möglichkeit, das abzuschalten. Ich habe gesehen da am Anfang, dass da etwas länger dauerte. Er hatte versucht, sich bei Google schon irgendwie zu melden. Das ist nicht gerade optimal gelöst. Da sollte man auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die Mobilfunkdaten abzuschalten. Denn nicht jeder hat auf der Karte, die hier reinliegt, schon eine Flatrate drauf. Ich habe jetzt hier halt eine Testkarte, die einzige Nano-SIM, die ich habe von Klarmobil, auf der ich halt keine Flatrate habe. Und ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Okay, also das nur so als Tipp. Am besten das WLAN dann doch von Anfang an mit eingeben. Würde ich normalerweise auch machen. Ich will das nur hier für die Unboxing-Videos immer so ein bisschen abkürzen. So, kommen wir jetzt aber zu dem eigentlichen Start. Schauen wir uns ein bisschen das System an, was an Apps vorinstalliert ist. Huawei-typisch haben wir hier Emotion UI drauf. Das müsste dann wieder eine neuere Version sein, beim aktuellen Top-Modell natürlich. Typisch dafür ist unter anderem, dass es keinen App-Drawer gibt. Das ist ja so ein bisschen in Mode gekommen. Selbst Vico macht das mittlerweile. Wirkt dadurch ein klein bisschen so Apple-artig. Ich persönlich mag es nicht sonderlich. Ich mag den App-Drawer sehr, weil das halt so ein Platz ist, wo alle Apps, die ich nur unregelmäßig brauche, drin sein können. Einfach alphabetisch sortiert. Da finde ich alles immer wieder, egal wie ich mir das auf den Homescreens angeordnet oder verwurstelt habe. Aber gut, das ist ein bisschen auch Geschmackssache und man kann sich natürlich mit einer entsprechenden App namens AppDrawer oder einem ganz anderen Launcher das auch dementsprechend anders konfigurieren. Selbstverständlich läuft das Hin- und Herblättern über diese Homescreens jetzt hier absolut flüssig. Das darf auch nicht anders sein bei so einem relativ hochwertigen Gerät mit einer Octa-Core-CPU drin. Dann gucken wir mal kurz nach, was so an Apps hier alles drauf ist. Also wir haben auf der ganz linken Seite eine Art To-Do-Liste, schätze ich mal. Todoist nennt sich das Ding. Dann haben wir hier dieses typische kombinierte Widget. Mal gucken, ist das... Ah, das sind mittlerweile wirklich einzelne Widgets, aber von der Optik her genauso, wie wir das früher bei Emotion UI hatten. Da gab es ja so ein Kombi-Widget. Deutlich sinnvoller, das jetzt so zu machen, dass der Launcher diese Kombination selber aus einzelnen Widgets quasi zusammenpuzzeln kann. Da haben wir jetzt hier so eine Uhrzeit-Wetteranzeige. Da werden Fotos angezeigt aus dem Album. Musik, die Google-Suche hier drunter angeordnet und da die hier so drunter ist, genau kann man die, das ist auch ein eigenes Widget und nicht wie bei den Nexus-Geräten und bei vielen anderen Android-basierten Geräten üblich, eine oben festgenagelte Suchleiste, die man auch nicht mehr abschalten kann. Finde ich eigentlich ganz positiv. Nicht jeder benutzt diese Suchleiste, ich selber auch nicht. Ich gehe in den Browser rein, wenn ich irgendwie was suchen will. Irgendwie habe ich mir nie angewöhnt, damit zu arbeiten. Dann haben wir hier den Google-Ordner, in dem dann insgesamt 9 und hier nochmal 5, also 13 Apps drin liegen. Das ist anscheinend, so was man so hört, von Google vorgegeben, dass eine ganze Reihe Google-Apps installiert sein müssen auf Android-Geräten, die den Play Store haben und auch auf dem Homescreen in so einem Google-Ordner im Direktzugriff sein sollen. Für Emotion UI typisch diese etwas abgerundeten Ecken und farblich hinterlegten Symbole. Finde ich persönlich nicht sonderlich schön. Und was mich vor allen Dingen so ein bisschen stört, ich habe ein großes, schönes Display mit einer hohen Auflösung, aber kann nur 9 Elemente in so einem Ordner darstellen, muss dann hin und her scrollen, um diese 13 Icons hier sehen zu können. Das finde ich nicht geschickt gelöst. Da könnte man ähnlich wie auf dem Homescreen auch, kann man deutlich mehr in so einem Ordner darstellen. Aber wie gesagt, das kann man natürlich durch einen anderen Launcher ganz problemlos lösen. Dann haben wir hier noch eine Ansammlung von verschiedenen Apps so drauf. Galerie, Musik, Videos, das ist alles relativ üblich. Es gibt hier einen Telefonmanager, das ist Huawei speziell. Da kann man halt, hat man einen Schnellzugriff auf verschiedene Sachen wie eine Speicherbereinigung. Das halte ich immer für relativ zweifelhaft, wie gut das ist. Das kann Android normalerweise sehr gut selber machen und wenn man da reinfuscht, wird es selten besser. Ein Belästigungsfilter, wo man halt bestimmte Anrufer zum Beispiel blocken kann, Datenverkehrsmanager, Benachrichtigungszentrum, das ist ganz nett, da kann man halt die Benachrichtigung für einzelne Apps ein- und abschalten,
Diese Funktion gibt es auch im Standard Android, aber so ein paar weitere hier sind speziell für Emotion UI. Da sind wirklich ein paar Sachen drin, die mir immer recht gut gefallen, die für mich Emotion UI interessant machen, auch wenn ich sonst eher ein Fan von dem Standard Android Interface bin. Dann haben wir hier auch Emotion UI typisch die Designs, also verschiedene Skins, die wir über das Interface drüber legen können. Da wird jetzt erstmal gefragt, ob sie auf die E-Mail zugreifen können. Ich lasse das jetzt einfach mal zu. Dann sieht man hier schon so verschiedene Vorschläge und man kann sehr wahrscheinlich auch nochmal übers Internet sich weitere runterladen. Werde ich mir im Test ein bisschen genauer vielleicht noch angucken. Was haben wir sonst noch drauf? So ein paar unter Top-Apps zusammengefasste Sachen. Highlights ist, das dürfte der Huawei-eigene, das Huawei-eigene App-Verzeichnis sein, wo sie nochmal so quasi Empfehlungen aussprechen, dann aber auf den Play Store verweisen. Todoist hatten wir eben schon das Widget von gesehen. Todoliste Zinio ist so eine Zeitschriften-App, mit denen elektronische Zeitschriften dann angesehen können. WPS Office zum Bearbeiten und Anschauen von Word-Dokumenten zum Beispiel oder auch PDFs. Ganz praktisch, sowas als Startausrüstung eigentlich dabei zu haben, wobei man sowas auch kostenlos im Play Store bekommt. Twitter, naja, gerade Twitter. Also Facebook benutzt ja heutzutage fast jeder oder WhatsApp, aber Twitter ist, glaube ich, so häufig gar nicht mehr in Benutzung. Finde ich immer so ein bisschen zweifelhaft, ob das sein muss, dass man so viel Kram vorinstalliert. Dann hier noch so ein paar Zusatzdinger. Ein Spiegel, der benutzt die Frontkamera dann sicherlich. Eine Lupe, das klingt ganz interessant. Das Emotion UI Update-Programm, Datensicherung. Also nichts großartig herausragendes. Dann haben wir hier noch eine ganze Menge Spiele drauf. Oh Mann, der Spider-Man von Game Loft und so ein paar andere Sachen. Das sieht alles nach dem typischen Game Loft Bloatware-Zeugs aus. Also ich mag es ehrlich gesagt nicht. Spider-Man ist wirklich, wenn das die gleiche Version ist, die ich schon mal auf einem anderen Huawei-Gerät gesehen habe, ein schrecklich schlecht gemachtes Spiel. Man darf manche, die interessanteren Spiele, die dann hier dabei sind, darf man dann meistens nur für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten spielen. Hat man gerade mal genug Zeit, die Optik so ganz kurz zu sehen. Mich ärgert das immer so ein bisschen, wenn dieser Game Loft-Kram drauf ist. Ich hoffe dann einfach mal, dass Huawei dafür ordentlich Geld bekommt und das dann dafür nutzt, die Geräte auch ein bisschen preiswerter anzubieten. Interessanterweise ist aber das 100% Gameloft nicht mit drauf. Das ist ja schon mal was. Oder 100% Games heißt es, glaube ich. Was wirklich eine reine Werbeveranstaltung für diesen Spielevermarkter ist. Ja, damit haben wir eigentlich die Homescreens durch. Auch die Apps, die so vorinstalliert sind. Schauen wir mal kurz in den Benachrichtigungsbereich rein. Auch den hat Huawei so ein bisschen optisch anders gestaltet. Mit so einer Art Zeitstrahl hier vorne. Weist mich darauf hin, dass ich eine lahme SD-Karte eingelegt habe. Das ist schon mal nicht schlecht. Da gibt es noch so ein paar Hinweise, die ich mir nochmal genauer angucken muss. Dann gibt es hier kann man umschalten auf die Verknüpfung. Das ist eigentlich ähnlich wie beim normalen Android gemacht. Hier so ein paar Schnelleinstellungen. Ganz nett ist, dass man hier die Helligkeit des Displays direkt verstellen kann. Die machen wir doch direkt mal hoch. Und das sowohl ohne Automatik. Das ist selbstverständlich, dass man dann die Display-Helligkeit regulieren kann, aber halt auch, wenn man den Automatikmodus einschaltet. Also man kann die Automatik nochmal in der Helligkeit nachregulieren. Das finde ich immer eine ganz nette Sache, die bei den meisten Huawei-Geräten mit dabei ist. Was ich jetzt hier erstaunlicherweise gerade nicht drin finde, doch hier ist es ein bisschen versteckt an der linken Seite, sind die Einstellungen. Da können wir nochmal kurz reinschauen. Oh, jetzt habe ich das Display aber doch zu hell geregelt für die Kamera. Das müssen wir nochmal rückgängig machen. So. Später möchte ich das nochmal hellstellen, um die Blickwinkel mir anzugucken. Jetzt gucken wir aber erstmal hier durch, was wir so an verschiedenen Optionen haben. Das hier oben ist der Standard-Netzwerke-Kram. Den Startbildschirm kann man hier verstellen auf eine einfache Variante, die so ein bisschen an Windows Phone erinnert, die halt für Einsteiger gedacht ist und die Bedienung etwas einfacher machen soll. Wenn ich mir das so ansehe, wie manche Leute, die das erste Mal mit so einem Gerät in Kontakt kommen, umgeben im Handy, ist das vielleicht tatsächlich eine Hilfe? Schauen, ob beim Display irgendwelche spannenden Sachen drin sind. Hier kann man zum Beispiel die Farbtemperatur einstellen. Das ist schon mal schön. Nicht nur die Schriftgröße, sondern auch die Schriftart. Erstaunlich häufig gefragt, wie kann ich die Schriftart auf meinem ändern? Wobei ich jetzt hier nur chinesische Schriftzeichen Design with Empathy sehe.
Na, mal gucken, wie das ist, wenn ich das Ding online schalte, ob ich dann online mir mehr Schriftarten runterziehen kann. Aber wie gesagt, ich finde es immer wieder überraschend, wie vielen Menschen das wirklich wichtig ist, anscheinend die Schriftart ihres Handys verändern zu können. Ich finde das wirklich, naja. Mich interessiert das nicht weiter. Aber okay. Ich gucke natürlich auch immer nach den Optionen, die für euch wichtig sind. Daydream ist also so eine Art Screen Saver, also Bildschirmschoner, vor allem wenn das Gerät eingesteckt ist, also beim Laden ist. Nette kleine Spielerei, wenn man das Ding als Wecker an Abend nachts nutzen will und auch als Uhr vielleicht ganz witzig. Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen, das klingt irgendwie ganz interessant. Ja, Helligkeit, Ruhezustand. Sonst ist hier nicht viel Spannendes drin. Also diese Schriftart und Farbtemperatur sind eigentlich so die einzigen Display-Optionen, die über das Standardmaß hinausgehen. Touch and Pay, eine Bezahlgeschichte, das ist aber, glaube ich, das Google-Zeugs. Bildschirmsperre kennen wir. Ich gucke mal gerade nur noch schnell durch, was hier so an zusätzlichen Sachen drin ist. Dann haben wir hier diese ganzen Sachen, die wir auch über diesen Telefonmanager schon Zugriff haben. Bitte nicht stören, ist ein spezieller Modus, wie der Benachrichtigungsmanager, die geschützten Apps, da kann man dann Apps irgendwie. Ah ja, das sind dann Apps, die halt, wo man den Apps verbieten kann, weiterzulaufen, wenn man das Telefon nicht benutzt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Wenn man schon mal so Spezialisten hat, irgendwelche Spiele, die den Akku leer saugen, obwohl man sie gar nicht braucht, kann das hilfreich sein, denke ich mal. Kontenverwaltung, App verwalten, das ist alles eher normal. Vernetzte Apps ist noch sehr nett, auch typisch Emotion UI. Hier kann ich jeder einzelnen App getrennt nach mobilem Netzwerk und WLAN den Zugriff aufs Internet verbieten. Also diese ganzen Spiele hier, denen würde ich zum Beispiel grundsätzlich diesen Zugriff erstmal verbieten. Es sei denn, wenn man sie wirklich jetzt nutzt und dann vielleicht die Spielstände synchronisieren will, dann macht das natürlich Sinn. Aber so ist man schon mal sicher, dass man eine Möglichkeit irgendwie In-Game-Payments zu haben oder allzu nervige Werbung zu bekommen, abschaltet. Wobei, Vorsicht, gerade bei Gameloft-Spielen ist mir das schon passiert, dass per SMS auch Geld eingezogen wurde. Ziemlich ärgerlich, sowas. UI-Einhandbedienung ist nochmal eine Geschichte, wo die Tastaturen dann kleiner geschaltet und an die Seite ein bisschen gerückt werden. Das können wir uns im Test vielleicht noch ein bisschen ausführlicher anschauen. Das waren dann so die Sachen. Ja, doch, hier sind noch so ein paar Sachen. Touch Plus. Das, denke ich, macht auch Sinn, dass ich mir das mal im Test besser genauer angucke. Also es gibt noch so ein paar Sachen zum Bedienen hier, auch Bewegungssteuerung, wo man so wahrscheinlich mit irgendwelchen Gesten und sowas das Gerät steuern kann. Also schon ein paar Zusatzsachen. Was sonst noch interessant sein soll, ist insbesondere die Kamera-App. Nicht nur die Kamera soll recht leistungsfähig sein. Die hat einen RGBW-Sensor, der vier verschiedene Farben aufnimmt und nicht nur drei wie üblich. Und dadurch vor allen Dingen große Helligkeitsunterschiede besser darstellen können soll, soll durch Algorithmen, also durch Filterung, auch relativ lichtstark sein, beziehungsweise bei dunklem Licht noch ganz gute Bilder hinbekommen. Und vor allen Dingen gibt es da ein paar witzige Modus wie so ein Director's Mode, wo man mehrere Handys zusammenschalten kann und aus verschiedenen Perspektiven filmen kann und dann an einem Handy als Regisseur sozusagen dann auswählen kann, welche Perspektive gefilmt wird und das dann irgendwie zusammenführen kann. Klingt ganz witzig, weiß nicht, wie oft man sowas in der Praxis nutzen wird, aber auf jeden Fall ein netter Gag, den Huawei da vorgeführt hat, als sie das Handy vorgestellt haben. Ja, das soll es jetzt erstmal fast sein. Einen Punkt möchte ich noch mit euch gemeinsam machen, nämlich den Bildschirm etwas genauer angucken. Machen wir, drehen wir die Helligkeit nochmal hoch. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal, dann machen wir es auf diesen Wege. Muss mich erst noch wieder an die Menüführung hier jetzt auch ein bisschen gewöhnen. Auf maximale Helligkeit. Und dann möchte ich mir die Blickwinkel mal so ein bisschen anschauen. Dafür möchte ich aber eine helle Seite erstmal haben. Hier ist jetzt einfach eine URL, also der Browser, der findet natürlich nichts, weil ich noch offline bin mit dem Gerät. Aber da, beim weißen Hintergrund kann man relativ gut diese Helligkeitsunterschiede sehen. Da sieht man hier von oben ganz kleines Abdunkeln, aber relativ harmlos. Von unten auch. Von der Seite ist das eher schwächer. Ich habe das Gefühl, dass hier so ein ganz kleiner Farbstich reinkommt, aber jetzt nichts Schlimmes. Und auch hier über die Ecken, das sieht schon sehr ordentlich aus. Keine perfekten Blickwinkel, das können so Geräte von Samsung und HTC manchmal noch einen Hauch besser, aber es ist schon ein sehr, sehr gutes Display. Wahnsinnig hell finde ich das jetzt hier nicht, das werde ich mir nochmal noch im Vergleich zu anderen Handys angucken später.
Aber für die meisten Fälle sollte das völlig ausreichend sein. Und nochmal gesagt, ich finde das immer sehr nett, dass man hier die Helligkeit auch in der Automatik noch so ein bisschen nachregeln kann. Weil das ist doch auch ein bisschen ein individuelles Empfinden, ob man lieber ein strahlenhelles Bildschirm, Bild hat oder lieber ein bisschen dunkler und Energie spart. Also Display macht einen sehr guten Eindruck. Das ganze Gerät an sich auch von der Verarbeitungsqualität her. Ich hatte es, glaube ich, beim Auspacken schon ein bisschen gelobt und mich da erfreut gezeigt. Das sieht wirklich alles sehr schick, sehr edel aus. Das passt auch zu einem 500 € teuren Smartphone und wirklich eine edle Verarbeitung. Ich denke mal, das braucht sich hinter einem iPhone oder auch hinter dem Galaxy S6, was ja jetzt mittlerweile auch sehr schick und edel geworden ist, nicht zu verstecken vom Stil her und von dem auch vom Touch und Feel her. Wobei, wenn ich das hier richtig fühle, also ich wage mal zu bezweifeln, dass das hier wirklich Metall ist. Das fühlt sich für mich wie geschickt beschichtetes Plastik an. Mag sein, dass ich mich da jetzt täusche, aber auch vom Klang her bin ich mir relativ sicher, dass das hier eine Kunststoffrückseite ist. Und nur ein Metallrahmen. Der fühlt sich nämlich auch völlig anders an, hört sich anders an. Das ist ja ein bisschen überraschend. Wobei optisch ist das durchaus schön gemacht, aber dieses kühle Metall, was man sonst fühlen würde, wenn das das wäre, haben wir hier nicht. Durchaus interessant. Ein Punkt noch, der sicherlich wichtig ist zu erwähnen: Wir haben hier On-Screen-Tasten. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Manche Leute reagieren da recht allergisch drauf, weil halt ein Stück Bildschirm Bereich verloren geht und nur in manchen Anwendungen, die dann diesen Immersive Mode benutzen, wo dann sowohl oben die Statuszeile als auch hier unten die Tasten ausgeblendet werden. Also YouTube zum Beispiel beim Schauen eines Videos kann man dann den vollen Bildschirmplatz nutzen, aber ansonsten geht halt hier unten so ein Streifen verloren, oben sowieso für die Statuszeile oder Benachrichtigungszeile. Ist nicht jedermanns Sache. Manche finden es toll, weil dann auch die Symbole, wenn man das hier in der App, die das Drehen mit unterstützt, sich auch mitdrehen. Ne? Sieht man hier jetzt, die Zurücktaste hat sich gedreht. Die anderen Symbole sind eh symmetrisch. Da merkt man das noch nicht mal dran. Man kann da natürlich auch so nette Sachen machen. Ich weiß nicht, wie Huawei das unterstützt. Das werde ich mir noch anschauen, dass man die Positionierung, also die Reihenfolge der Tasten vielleicht seinem eigenen Geschmack anpasst. Womöglich sogar noch eine zusätzliche Taste anpasst. Wir haben hier die Multitasking-Taste Home und Zurück. Also die, wie das bei Android aktuell so üblich ist. Bei manchen Handys kann man da sogar noch sich eine Menütaste einblenden. Und beim G7 hatten wir das ja, dass es hier auch diese Taste, diese Zeile man manuell ausblenden konnte. Das werde ich mir alles im Testbericht noch ein bisschen genauer anschauen. Für das Unboxing soll das jetzt erstmal genug sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch einen Thumbs up. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr den ausführlichen Testbericht sicherlich nicht. Der sollte ungefähr in einer Woche kommen. Es werden noch ein paar andere Videos jetzt auch in den nächsten Wochen kommen. Zum Beispiel von der Kamera, von der Actionkamera am KÖF, AMK 5000S, die ich letztens mit euch zusammen ausgepackt habe. Da habe ich im Urlaub ein paar nette Videos mitgedreht. Da werde ich mal versuchen, ein bisschen unterhaltsameres Video zu drehen. Ich habe noch eine Überraschung für euch, noch ein neues Spielzeug für Erwachsene sozusagen, eine neue Kategorie nochmal. Und dann schauen wir mal, was noch sonst noch so kommt. Ich denke mal, ich versuche im Juni noch so ein paar interessante Sachen für euch zu bringen. Bis denn, euer Klaus von technophil.de.